So, damit herzlich willkommen zur Fortsetzung meines wundervollen und nicht preisgekrönten Let's Plays Neverwinter Nights 1. Und zwar der Fortsetzung Die Schatten von Unterzieht, dem ersten Erweiterungspack vom ersten Spiel Neverwinter Nights. Ich würde gern einmal das ganze starten. Neverwinter Nights 1 ist hier einfach nur als Erweiterungsset 1 betitelt. Also das Erweiterungsset Die Schatten von Unterzieht. Ich würde gern Kapitel 1 einwählen, aber vorab würde ich ganz gerne einen neuen Charakter erschaffen. Warum erschaffe ich einen neuen Charakter? Warum nicht einfach die Selena vom Hauptspiel? Selena müsste mittlerweile viel zu hoch sein von ihrem Level für dieses Erweiterungspack. Dieser Erweiterungspack ist, soweit ich weiß, für neue Charaktere ausgelegt. Und Charaktere, die das Hauptspiel schon durchgespielt haben, würden die einfach durchrutschen und hätten natürlich wenig Spannung zu erwarten. So, ich möchte keinen vorgefertigten Charakter, ich möchte natürlich einen neuen Charakter erschaffen. Dazu nehme ich erstmal das Geschlecht. Ich würde sagen, da wir im Hauptspiel eine Dame gewählt haben, ist es jetzt nur gerecht, dass ich jetzt mal einen Mann nehme. Als Volk habe ich mir überlegt, ich habe, glaube ich, bisher in meinem bisherigen Leben, ich bin jetzt nur Zwerge hauptsächlich gespielt. Halbelf habe ich gespielt. Ich glaube, ich habe auch nur elfmal gespielt. Das war ein ganz trauriger, furchtbarer Zeitraum. Ich habe noch nie Halborks, Gnome oder Halbling gespielt. In Hinblick auf meine Klasse, die ich wählen werde, werde ich Halborks nicht nehmen, denn die Klasse, die ich wählen werde, sind auf Charisma angewiesen. Da Halborks aber einen Charisma-Malus haben von minus 2 und da ein Attributs-Malus schon sehr bedeutend ist, müsste ich also nur noch auswählen zwischen Halblingen und Gnomen. Lesen wir also nochmal durch, was Halblinge und Gnomen denn so können. Halblinge sind schlau, fähig, geschickt und einfallsreich, wenn es darum geht, unter widrigen Umständen zu überleben. Halblinge sind für ihre unstillbare Neugier bekannt und zeigen einen Wagemut, mit dem viele größere Leute nicht mithalten können. Sie können durch die Verlockung von Reichtum angezogen werden, aber sie neigen dazu, das Gold auszugeben, welches sie erlangen, statt es zu horten. Halblinge haben eine erdfarbene Haut, schwarzes, glattes Haar und braune oder schwarze Augen. Männliche Halblinge tragen oft lange Koteletten, aber Bärte und Schnurrbärte sieht man nur selten bei ihnen. Sie bevorzugen praktische Kleidung. Ein Halbling würde lieber ein bequemes Hemd tragen als Schmuck. Halblinge sind etwa 9 cm groß und werden häufig bis zu 150 Jahre alt. Attributsanpassung, man bekommt einen Bonus von plus 2 auf Geschick, dafür einen Malus von minus 2 auf Stärke. Bevorzugte Klasse sind Schurken. Die Klasse Schurken wird beim Halbling einer Klassenkombination nicht berücksichtigt, wenn überprüft wird, ob ein Abzug auf Erfahrungspunkte für seine Klassenkombination erhält. Das ist okay. Klassenkombination werde ich auch in diesem DLC nicht anstreben. Das könnte ich eventuell höchstens im zweiten DLC machen, wenn ich mit meiner Bardin vielleicht noch eine Kombination oder eine Spezialisierung wählen könnte. Mal schauen. Aber das wird hier nicht passieren. Das DLC ist hier ungefähr, oder das DLC ist kein DLC. Ich bin schon zu seiner heutigen Zeit verhaftet. Dieses Add-on, ganz klassisches Add-on, über Erweiterungspack, ist ungefähr auf 20 Stunden ausgelegt, sagt mir die Spielpackung und das glaube ich ehrlich gesagt auch. Deswegen wird es jetzt nicht mehr lohnen, eine Klassenkombination zu wählen, dafür bleibt aber nicht genug Zeit wahrscheinlich. Spezialfähigkeiten. Klein. Großen Bonus von plus 1 auf Angriffswürfe, großen Bonus von plus 1 auf Rüstungsklasse und großen Bonus von plus 4 auf Verstecken. Fertigkeitsvertrautheit leise bewegen, Volksbonus plus 2 Fertigkeitswürfe leise bewegen. Also das ist schon klar, warum Diebe ganz gut eine gern gewählte Klasse hier sind. Fertigkeitsvertrautheit lauschen, Volksbonus plus 2 auf Fertigkeitswürfe lauschen. Glücksbonus plus 1 auf alle Rettungswürfe, furchtlos, Moralbonus plus 2 auf alle Rettungswürfe. Gegen Zauber und Effekte der Kategorie Furcht, oh, das kann man schlecht. Treffsicher. Volksbonus plus 1 auf alle Angriffswürfe mit Wurfwaffen. Das ist ja mal interessant. Das ist was mir das jetzt überlegen würde. Ich hätte nämlich echt Bock, also da ich ja wieder einen zaubernden Charakter spiele, werde ich natürlich auch keine Waffen wählen, die großartig im Nahkampf zu benutzen ist. Das heißt, es bleibt mir im Großen und Ganzen übrig, wieder mal Bögen, Armbrüste, Schleudern und andere Wurfwaffen oder überhaupt Wurfwaffen zu verwenden. Und da wäre dieser Bonus gar nicht mal so verkehrt. Speziell, Halblinge als kleine Kreaturen können folgende große Waffen niemals führen. Na gut zu wissen, Bastardschwert, Schreckenstreitkolben, Doppelklingenschwert, Doppelaxt, zweihändige Axt, Zweihänder, Halbarde, schwerer Pflegel, Kampfstab, Sense und Speer. Das ist alles kein Problem, das sind alles Nahkampfwaffen. Startpaket. Halblinge sollten nur das Standardpaket für ihre Klasse wählen, da sie bei der Wahl eines anderen Pakets eventuell Waffen erhalten, mit denen sie gar nicht umgehen können. Gut zu wissen. Okay, Halblinge sind schon mal nicht schlecht, kann ich mich mit anfreunden. Gnome. Gnomen werden überall als Alchemisten, Erfinder und Techniker gerne willkommen geheißen, doch die meisten ziehen das einfache und bequeme Leben unter ihren Artgenossen vor. Gnomen bewundern Tiere, schöne Edelsteine und Scherze aller Art, besonders Streiche. Sie lernen am liebsten durch persönliche Erfahrungen und versuchen ständig neue Dinge zu bauen.
Gnome werden zwischen 90 und 105 cm groß. Ihre Hautfarbe reicht von dunklem Beige bis holzbraun. Sie haben helles Haar und ihre Augen haben meist irgendeinen Blauton. Gnome tragen in der Regel Kleidung in Erdfarben, die sie aber auch feinst verzieren. Die Männer bevorzugen sorgfältig getrimmte Bärte. Gnome werden zwischen 350 und 500 Jahre alt. Das ist aber lang. Attributsanpassung plus 2 auf Konstitution, minus 2 auf Stärke. Okay. Bevorzugte Klasse, Magier. Die Klasse der Magier wird nicht berücksichtigt, wie auch schon bei den Dieben und den Halblingen. Okay. Spezialfähigkeiten. Die gleichen wie die Halblinge, weil sie genauso klein sind. Widerstandskraft gegen Illusionen. Volksbonus plus 2 auf Rettungswürfe gegen Zauber, die auf dem Geist abzielen. Gar nicht mal übel. Kampftraining gegen Reptiloide. Volksbonus plus 1 auf Angriffswürfe gegen Reptiloide, reptilartige Humanoide. Keine Ahnung, ob wir gegen die kämpfen werden. Kampftraining gegen Goblinoide. Plus 1 gegen Goblins, also ja, Goblins und Schrat und so weiter, sieht man ja gerade, okay. Verteidigungstraining gegen Riesen. Ausweichbonus plus 4 auf Rüstungsklasse gegen Riesen. Fertigkeitsvertrautheit, Lauschen. Volksbonus plus 2 auf Lauschen, okay. Fertigkeitsvertrautheit, Konzentration. Volksbonus plus 2 auf Fertigkeitswürfe, Konzentration, okay. Zauberfokus Illusionen. Gnome dürfen plus 2 auf den Schwierigkeitsgrad jedes Zaubers der Schule Illusion addieren, den sie wirken. Diese Fähigkeit entspricht dem gleichnamigen Talent Dämmersicht. Gnome sind besser in der Dunkelheit als normal und spezielle Gnome, Gnome als kleine Kreaturen können folgende Waffen nicht nutzen. Okay. Sehr interessant. Ich glaube, ich würde doch lieber Halblinge nehmen. Einfach einzig allein deswegen, weil sie erstens einen Geschickbonus haben. Das ist nicht verkehrt zum Ausweichen. Da ich wahrscheinlich als Halbling keine großen Rüstung tragen werde, muss ich auch meinen Geschickwert setzen, um ausweichen zu können. Und sie können besser mit Wurfwaffen umgehen. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Außerdem sind sie, glaube ich, was war das? Wo war das? Leise bewegen ist mir egal. Genau, ich bin resistenter gegen Zauber und Effekte der Kategorie Frucht. Das ist ganz ideal. Ich werde besser als ein Halbling werden, überraschenderweise. Und werde mir jetzt ein Porträt aussuchen. Ich beginne mal von unten, aus keinem besonderen Grund, ehrlich gesagt. Halblinge sind natürlich klein, das ist klar. Du bist eher ein Mensch. Du könntest nämlich ein Halbling sein. Ein Halbling mit einem lustigen Zauberhut. So ein bisschen Windswind-artig. Interessant. Ich behalte ihn mal, solange ich was Besseres finde. Nein. Alles nichts von dem, was ich haben möchte. Na, der sieht auch nicht so geil aus, aber nett, dass es ihn gibt. Das ist eher ein Dieb, ein Assassine für mich. Ein Meuchelmörder praktisch. So, haben wir noch irgendwas, vielleicht was Böses? Einen bösen Halbling, der sieht aber ganz schön hässlich aus. Ich möchte keinen hässlichen Typen spielen. Ganz und gar nicht. Du hast eine Armbrust. Nett. Hätte Selena haben können. Das ist ganz geil. Könnte ich mir gut überlegen. Das ist eher so der Tüftler. Das ist ein Alchemistenzwerg. Das ist ein komischer Mensch, ein komischer Typ. Ich glaube, ich werde das wählen. Das sagt mir doch sehr zu. Ja, sagen wir okay. Ich wähle die Klasse aus. Ich habe eine ganze Weile überlegt, was ich für eine Klasse ich haben möchte. Ich wollte halt nicht die typischen kämpfenden Klassen nehmen, deswegen Barbar rausfällt. Der Kämpfer fällt auch raus, der Mönch fällt ebenfalls raus, weil es für mich typische kämpfende Klassen sind. Paladin auch. Paladin ist mir zu unspektakulär, ist halt sich selbst verstärkt mit Zaubern. Ich gedacht, habe ich glaube ich noch nie in meinem Leben ein Paladin gespielt. Doch, bei Gothic 2 habe ich ein Paladin gespielt. Da gibt es nur drei Klassen zur Auswahl. Okay. Ja, auf jeden Fall wollte ich jetzt keinen großen Nahkämpfer spielen. Ich wollte was Zauberndes wählen, hauptsächlich Zauberndes. Deswegen fallen diese ganzen Klassen raus. Barden habe ich schon gewählt im Hauptspiel und wird auch im zweiten Add-on weitergespielt. Kleriker ist ein halber Kämpfer, halb Zauberer, habe ich in der Überlegung gehabt. Druide war sehr überlegenswert, habe ich aber letztendlich nicht gewählt, weil ich tatsächlich mal einen Zauberer haben möchte, der wirklich auch selber viel Schaden anrichten kann. Und ein Druide ist für mich auch immer eher jemand, der eher andere irgendwie wieder bufft und so weiter und so fort. Oder viele indirekte Zauber und so weiter wirkt, irgendwie welche tierische Begleiter hat und so weiter. Und das habe ich als Barden schon so ähnlich gespielt, deswegen würde ich nicht gleich nochmal als Druide nochmal haben. Kämpfer, wie gesagt, Mönch nicht, Paladin nicht, Waldläufer ist wie ein Druide, nur halt als Kämpfer, beziehungsweise ist halt wieder ein Fernkämpfer. Ich hatte im letzten Hauptspiel bereits eine Armbrustschütze. Klar könnte ich jetzt hier mit auf Bögen gehen, aber ich hätte einfach keine Lust drauf, muss ich sagen. Schurke habe ich tatsächlich überlegt. Schurke ist es leider nicht geworden, weil eigentlich kein besonderer Grund, weil ich glaube, weil ich einfach was Zauberndes eher lieber spielen wollte als ein Schurken in diesem Fall. Aber Schurke habe ich echt überhaupt mal richtig Bock drauf. Vielleicht spiele ich den einen Schurken. Oder einen zwergischen Krieger. Mal gucken. Naja, wir werden sehen. Gut, ich werde euch nicht länger auf die Folter sparen. Ich habe jetzt nur die Auswahl zwischen Hexenmeister und Magier. Hexenmeister und Magier, so rum. Und
Oh, warte mal, es gibt noch weitere Klassen hier. Die habe ich noch gar nicht gesehen, gerade Prestigeklassen. Egal. Ich werde es nicht mehr umschwenken. Und ich habe mich letztendlich für den Hexenmeister entschieden. Warum ist das so? Die beiden sind die Klassen, also diese beiden Klassen sind die Klassen, die am ehesten oder am häufigsten sich auf ihre Zauber verlassen. Magier zeilen ihre Zauber in Schulen ein und müssen ihre einzelnen Zauber verkämpfen und vorher jeden Tag, soweit ich weiß, vorbereiten. Also die Magier haben eine immense Auswahl an Zaubern. Und genau das war tatsächlich der Grund, warum ich mich dann letztendlich für den Hexenmeister entschieden habe. Denn Hexenmeister hat zwar ebenfalls relativ viele Zauber zur Auswahl, aber letztendlich doch viel weniger als Magier. Und die Zauberflut, die es in der Mitte jetzt gibt, also es gibt so viele Zauberarten, die ist teilweise etwas erdrückend. Und ich möchte auch schon das ganze letztendlich wieder damit zubringen, Schriftrollen zu büffeln, wie es als Magier letztendlich gemacht werden müsste. Sondern möchte ich auch ganz gerne mich einfach mal auf den Kampf selbst konzentrieren und habe deswegen einen Hexenmeister gewählt. Hexenmeister kann weniger Zauber auswählen, kann er sie dafür öfter anwenden als Magier. Achso, ich kann es mal gleich mal vorlesen, einfach mal genau. Hexenmeister sind Anwender arkaner Magie, die magische Kraft dank ihrer unglaublichen Vorstellungskraft und eines angeborenen Talents manipulieren können. Sie eignen sich ihre Beherrschung der Magie im Gegensatz zu den Magiern nicht durch langes Studium an. Sie verlassen sich weder auf Bücher und Lehrmeister noch auf angestaubte Theorien. Allein dank der Kraft ihres Verstandes zwingen sie der rein magischen Kraft ihren Willen auf. Hexenmeister beherrschen weniger unterschiedliche Zauber als Magier und lernen neue Zauber langsamer. Sie können sie jedoch häufiger täglich einsetzen und müssen die Zauber nicht vorbereiten. Im Gegensatz zu Magiern können sie sich nicht auf die Beherrschung einer Schule spezialisieren. Da Hexenmeister sich nicht einer so langen Ausbildung wie Magier unterziehen müssen, haben sie mehr Zeit, sich auf ihre Kampfkünste zu kümmern. Sie beherrschen daher den Umgang mit einfachen Waffen. Das ist sehr gut. Achtung, um einen Zauber wirken zu können, muss ein Hexenmeister einen Charisma-Wert von 10 plus Zaubergrad haben. Um zum Beispiel einen Zauber als 9. Grades wirken zu können, muss der Hexenmeister einen Charisma-Wert von 19 haben. Das ist sehr wichtig. Trefferwürfel, also das 9. Grad werden wir wahrscheinlich eh nicht erreichen, schätze ich mal. Ja, aber trotzdem. Obwohl 9. Grad. Keine Ahnung, gucken wie lange das Let's Play bzw. das Add-on geht. Trefferwürfel W4, das ist praktisch nichts. Fertigkeiten, alle einfachen Waffen. Hexenmeister sind nicht im Umgang mit Rüstung oder Schilden geübt. Ah ja. Fertigkeitsbonus mal 4 auf der ersten Stufe. 2 plus Initiativmodifikator. Okay, gut. Zauber wirken, arkane Zauber. Wirklich, es ist charismaabhängig, keine Vorbereitung. Rüstung kann zu Zauberpanzer führen, wie auch schon beim Barm. Ich drücke ja. Und es geht weiter. Gesinnung. Wie auch schon Selena Bergwacht soll auch mein Hexenmeister soll rechtschaffen böse werden. Ich werde das ganz gerne mal durchziehen, diesen Let's Play. Was alles zu bedeuten hat, habe ich bereits in der ersten Folge des Hauptspiels erklärt, wenn ich also nicht auch weiter fortführe gerade. Im Übrigen habe ich dieses Mal tatsächlich darauf verzichtet, eine Hintergrundgeschichte für den Herren zu schreiben. Ja, es wird ein Herr, also wir wissen ja schon, dass es ein Herr ist. Einfach deshalb, erstens, weil ich möglichst schnell weiterspielen wollte. Ich habe letzte Woche das Let's Play zum Hauptspiel beendet und wollte dieses Wochenende gleich weiterspielen mit dem Erweiterungspack und hatte einfach nicht die Zeit dafür, eine große Charaktergeschichte noch zu schreiben. Und zweitens, ist halt, wie gesagt, nur ein Erweiterungspack. Das sind 20 Stunden und es ist für mich letztendlich einfach ein Experiment. Ich werde natürlich böse spielen, ich werde einfach meinen Charakter im Spiel ausformen. Ich hoffe, das wird irgendwie gut werden. So, Attribute. So, ich brauche viel Charisma, das wurde mir schon gesagt. Das heißt, ich werde das Charisma jetzt erstmal schon direkt aufs Maximum boosten. Mehr kann ich nicht machen, mehr als 18 kann man am Anfang, glaube ich, nicht geben. Okay, ich habe noch 14 Punkte, die ich verteilen kann. Intelligenz ist, glaube ich, auf 8 relativ schwierig, weil ich dann, glaube ich, relativ dumme Antworten gebe. Dann sage ich nur irgendwelchen Mist, was natürlich immer sehr reizvoll ist. Aber damit ein ganzes Spiel durchzuziehen, weiß ich nicht, ob ich das machen möchte. Ich glaube, ich möchte es nämlich nicht. So, jetzt weiß ich schon. Intelligenz 10. Allgemein möchte ich eigentlich ungern überhaupt irgendwo einen Malus haben, deswegen mache ich erstmal alle -1-Modifikatoren weg. Bei der Stärke, auch die würde ich gern. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Super schwach. Würde ich auf 10 erstmal lassen. Ich kann praktisch wieder nichts mittragen. Super. Das wird wieder richtig lustig. Und ich würde wahrscheinlich ein bisschen mehr auf Geschick geben, jetzt schon mal. 1, 2, 3. Warte mal. Hier auf. Genau, mache ich mal schon mal einen hier drauf. Und. Nee, doch. Ich mache gleich komplett auf Geschick. Damit ich am besten besser ausweichen kann. Okay. Startpakete, ja. Das wird jetzt erstmal eine Weile dauern. Hexenmeister. Ich kann hier verschiedene Startpakete wählen. Hexenmeister, Bannwirker, Beschwörer, Zauberer, Taumaturg und so weiter und so fort. Möchte ich mich ja nicht lange damit auseinandersetzen. Ich hätte kurz überlegt, ob ich Nekromanten spiele, aber dann wird es auch wieder darauf hinauslaufen, dass ich hauptsächlich Leute wieder beschwöre, die mir helfen. Ist also nicht das Optimale. Ich würde gerne dieses Hexenmeister-Startpaket bearbeiten. Zunächst haben wir 8 Fertigkeitenpunkte, die wir
verteilen können. Schauen wir uns mal die Klassenfertigkeiten an. Wir haben Klassenfertigkeiten Falle anfertigen. Das brauche ich wahrscheinlich niemals. Handwerk brauche ich wahrscheinlich niemals. Heilen. Gar nicht mal schlecht. Konzentration. Ja, was war das nochmal? Konzentrationswürfe werden immer dann notwendig, wenn der Charakter während eines Zauberfeuers gestört wird. Das ist vielleicht nicht schlecht. Obwohl ich sagen muss, ich bin relativ lange gut mit Tonen gelaufen bei Deselina. Sagenkunde. Das möchte ich auf jeden Fall haben. Setze erst schon mal einen Punkt drauf, zu merken. Schlösser öffnen hast du nicht. Waffe anfertigen ist ebenfalls Klassenfertigkeit Zauberkunde. Zauberkunde wird zur Identifizierung von Zaubern, sie wird zur Durchführung von Gegenzaubern genutzt. Was nützt es mir, wenn ich einen Zauber identifizieren kann? Ich mache mal zwei Punkte drauf, weil ich nicht genau weiß, ob das nochmal nützlich sein wird. Irgendwann. Ich glaube, es hat was schon. Ton habe ich gar nicht als Klassenfertigkeit. Okay, dann werde ich wohl Konzentration nehmen müssen. Na, Halleluja. Irgendwie muss ich meinen Zauber ja durchbekommen. Mache ich mal zwei. Was wir hier sagen können, ich auch gerne auf zwei wenigstens. Sagenkunde ist nie verkehrt. Falle einfertig ist mir egal. Handwerk ist auch egal. Heilen. Mache ich aber auf zwei. Heil hat mir gute Dienste geleistet. So. Ich muss mal ein Stückchen trinken hier. Ich rede zu aggressiv. Verfügbare Talente. Ich habe ein Talent, was ich ausgeben kann. Okay. Erfahrungsgemäß brauche ich für die Talente meistens am längsten. Was habe ich denn schon? Ich habe Fertigkeitsvertrautheit lauschen und leise bewegen. Ich bin furchtlos. Kann ich es abgeben? Ich kann ja nicht abgeben. Okay, ich habe Glück. Ich bin klein. Ich kann Reittiere verwenden. Das ist ja super. Aufsitzen. Selbst auf das ausgewählte Reittier aufsitzen oder die ausgewählte Zielkreatur auf das nächstgelegene Reittier aufsitzen lassen. Ach, warte mal. Das wäre interessant zu wissen. Könnte ich mich zum Beispiel, wenn ich einen Bären beschworen habe, könnte ich mich draufsetzen? Wäre sehr interessant. So, Treffsicherheit. Ich bin mit Wurfwaffen geübt. Okay, Umgang mit einfachen Waffen und Vertrauten herbeirufen. Okay. Ein Charakter mit diesem Talent kann einmal pro Tag einen Vertrauten herbeirufen. Wenn der Vertraute stirbt, erleidet der Charakter 1-6 Schadenspunkte, kann aber am darauffolgenden Tag einen neuen Vertrauten herbeirufen. Das ist ja interessant. Okay. Was haben wir denn? Ich brauche wahrscheinlich irgendein Zaubertalent sinnvollerweise. Ausweichen, Blindkämpfen, Blitzschläge, Reflexe, alles unnütz. Durchschlange, Zauber. Klingt doch interessant. Art des Talents allgemein. Voraussetzung, Fähigkeit, Zauber des ersten Grades oder höher zu wirken. Benötigt für mächtige Durchschlagung als Schlangenzauber. Okay, Vorteil. Man bekommt plus 2 auf Zauberstufen. Zauberstufenwürfe, um die Zauberresistenz eines Wesens zu durchbrechen. Das halte ich für sehr interessant. Okay, Eiserner Wille. Der Eiserne Wille des Charakters ergibt einen plus 2 auf Willenswürfe, gebrauchte Mal schneiden. Das ist mir egal. Gift widerstehen, große Zähigkeit, höfische Magokratie. Vorteil, der Charakter erhält plus 2 auf Würfe für Sagenkunde und Zauberkunde. Ah ja, interessant. Im Kampf zaubern, auch nicht schlecht. Der Charakter ist es gewohnt, im Kampf zu zaubern und leidet nicht minus 4 auf Fertigkeitswürfe Konzentration, die sonst üblich sind, wenn er sich im Umkreis von 4 Meter ist. Oh, das ist auch nicht schlecht, okay. An einen Gegner auffällt. Krankheiten widerstehen, Kämpfer Natur, Schlangenbrut, Schriftrolle einfertigen, starke Seele, silberne Handfläche. Der Charakter erhält plus 2 auf alle Würfe für Schätzen und Überreden. Ach ja. Okay, verbesserte Initiative, verbesserter Bla, Zauber ausdehnen. Ausgedehnte Zauber haben die doppelte normale Wirkungsdauer. Ein ausgedehnter Zauber belegt den Slot eines Zaubers, der einen Grad höher liegt. Ach nee, das will ich ungern haben. Und Zauberfokus. Erforderlich für mächtige Zauberfokus und arkane Verteidigung. Vorteil. Ein Charakter mit diesem Talent ist in einer bestimmten Magieschule besonders gut und bekommt plus 2 auf den Schwierigkeitsgrad für alle Zauber aus dieser Magieschule. Ich habe halt normalerweise keine Magieschulen, also kann mich auf keiner spezialisieren. Von daher ist es nicht so ideal für mich, glaube ich. Ich glaube, durchschlange Zauber ist schon relativ sinnvoll. Ich sage okay. Und ich kann mir jetzt Zauber wählen. Ich habe hier 4 Zauber, die ich auswählen kann, aus einer Liste von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Das heißt, ich muss eigentlich nur 3 Zauber auswählen, die ich nicht brauche, aber egal. Ich würde ganz gerne natürlich ein bisschen mehr auf Schadenszauber gehen, da ich durchaus Zauber brauche, die halt Gegner weghauen können. Was ist denn aufblitzen nochmal? Aufblitzen ist, ich blende ein Ziel. Okay, Benommenheit. Wenn das Opfer humanoid ist und 5 Schadenwürfel oder weniger hat, ist es für 2 Runden benommen. Halte ich für eine coole Idee, kann ich schon mal nehmen. So, elektrischer Schlag. Das Ziel erleidet wie 1 wie 3 Punkte Schaden durch Elektrizität. Wie ist denn die Reichweite? Mittel, okay. Kältestrahl, erleidet 1 wie 4 plus 1 Kälteschaden. Reichweite kurz, okay, ist nicht geil. Kurz, aber ich nehm's mal. Einfach kurz. Licht. Lass uns mal den Säurespritzer nehmen, dann gucken, wie weit das ist. Reichweite Mittel, okay. Der Magieanwender erzeugt eine kleine Säurekugel, die bei ihrem Opfer 1 wie 3 Punkte Säureschaden verursacht. Säureschaden ist. 1 wie 3 Punkte Säureschaden und Elektrizitätsschaden.
Ja. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich nehme mal Säurespritze einfach mal. Und ich habe noch eins zur Auswahl. Resistenz. Die Zielkreatur erhält plus 1 auf alle Rettungswürfe. Okay. Licht. Handelt sich beim Ziel des Zaubers um eine Kreatur, erschafft eine kleine Lichtquelle über deren Kopf. Das Licht bewegt sich mit der Kreatur und kann ein kleines Gebiet erhellen. Der Zauber kann auch auf einen Gegenstand gewirkt werden, in den sich der Charakter ausrüsten kann. Solange die Wirkung des Zaubers anhält, dient dieser Gegenstand dann als natürliche Lichtquelle. Nett. Ich glaube, ich nehme lieber Resistenz. Okay. Ach, du großer Gott. Hier kann ich zwei weitere Zauber auswählen. Das wird sehr interessant. Was ist denn zielsicherer Schlag? Dank magischer Intuition erhält er jetzt Magieanwender plus 20 auf Angriffswürfe. Ja, aber da ich kaum Schaden verursache, ist es relativ dämlich. Soweit ich weiß, sollte ich möglichst immer magisches Geschoss nehmen. Denn bei Hexenmeistern ist es der Fall, dass wir, dass unsere Zauber mit uns sozusagen mitleveln. Das heißt, dass sie das letztendlich mehr Schaden machen. Und magisches Geschoss wurde mir von allen Seiten empfohlen. Das, dass ich unbedingt nehmen sollte, das nehme ich natürlich auch. Der Magieanwender erzeugt ein magisches Geschoss aus reiner Energie, welches das gewählte Ziel automatisch trifft. Und 1W4 plus 1 Schadenspunkt verursacht. Der Zauber erzeugt auf der ersten Stufe ein magisches Geschoss und je zwei zusätzliche Zauberstufe ein weiteres magisches Geschoss. Bis zu maximal 5 magischen Geschossen auf der 9. Stufe. Reichweite lang. Sehr interessant. Brennende Hände. Aus den Fingerspitzen des Magieanwenders schießt eine Feuerkegel und alle im Wirkungsbereich erleiden 1W4 Schadenspunkte, je Zauberstufe, bis zu einem Maximum von 5W4 Schadenspunkten. Halte ich für keine schlechte Idee, um damit mehr Gegner gleichzeitig umzubringen. Cool, Eisdolch, nein, eiserner Magen, was ist das denn? Resistenz erhöht oder was? Ja, gegen Gift, okay. Elemententrotzen erschrecken, Huizaulsknall. Ihr bombardiert das Ziel mit einem extrem unangenehmen, schrillen Geräusch. Das Ziel erleidet 1W4 Schadenspunkte, Schallschaden für je 2 Zauberstufen. Maximal 5W4. Wenn den Opfern ein Willenskraftwurf gelingt, und sind sie für 1W4 Runden taub. Okay. Identifizieren. Magierrüstung, magische Waffe, Monster bei Zauberstufe 1. Nein, lass erstmal sein. Negativ Energiestrahl. Mittel. Negative Energie schlägt in das Ziel ein und verursacht 1W6 Schadenspunkte für je 2 Zauberstufen bei der ersten. Richtet der Zauber zusätzlich 1W6 Schadenspunkte an. Auch nett. Bis zu einem Maximum von 5W6 Schaden. Das ist ziemlich cool. Person mit Zaubern, rascher Rückzug. Der Magieanwender bewegt sich mit 150% der normalen Bewegungsgeschwindigkeit. Okay, Schlaf, Schmiere, Schutz vor Gesinnung, Shellguards getreue Klinge. Der Magieanwender beschwört einen Dolch, der ihm getreu dient. Getreulich dient, okay. Sprühende Farben. Sprühende Farben erzeugen ein verwirrendes Farbspiel im Wirkungsbereich. Die Auswirkungen auf die betroffenen Kreaturen hängen von deren Trefferwürfeln ab. Ach ne, ist mir egal. Zielsicherer Schlag. Ich glaube, ich würde ganz gerne die brennenden Händen. Obwohl, also ganz ehrlich, dieses. Lass ich erstmal die Massenzauber sein. Ich lasse, glaube ich, erstmal die Massenzauber sein. Und probiere es mit. Wo war das jetzt? Eiserner Magen, Eisdolch, Elemententrotzen. Negative Energiestrahl. Oh ja, negative Energiestrahl, ganz genau. Das klingt mir sehr interessant, macht es nicht viel Schaden. Deswegen nehme ich es einfach mal. Und habe jetzt. Oh, wen sieht Vertrauten aus? Das ist ja interessant. So, möchte ich eine Fledermaus haben? Da gucke ich jetzt einmal wenig auf die ganzen Boni, das bringt. Ich will mal sehen, was geil ist. Fledermaus, Panther, Höllenhund. Okay. Ein Imp. Ein Feuermephit, ein Eismephit, eine Pixie, ein Feendrache, ein Pseudodrache. Was ist ein Pseudodrache? Okay, das wissen wir alle nicht. Ein Augenball. Das ist ja witzig. Da ich ja ein oh, ich kann sogar benennen, das ist ja wundervoll. Ich glaube, einen Augenball fände ich ganz geil. Ich bin sowieso ein bösen Charakter, deswegen ist eine Fledermaus nicht verkehrt. Achso, ich kann es aber hier drauf klicken. Die Fledermaus an Jägerin der Nacht. Ist egal, Fledermaus möchte ich nicht haben. Ich glaube, einen Augenball finde ich viel geiler. Diese kleinen Kreaturen sind eng mit Betrachtern verwandt. Wie auch ihre Vettern können sie mit ihren Augententakeln Zauber wirken. Augenbälle werden normalerweise von bösen Magieanwender als Vertraute gewählt. Das finde ich ganz witzig. Was ist ein Pseudodrache? Pseudodrachen sehen wie kleine rote Drachen aus. Sehen allerdings nur so aus. Sie hassen böse Taten. Oh. Wie auch ihre wesentlich größeren Vettern langen sie die Fähigkeit, Feuer zu spucken. Ja, sie hassen böse Taten, das ist schon mal ganz schlecht. Feendrache will ich nicht haben. Raben ist natürlich nicht dumm. Fertigkeitsbonus, entdecken, Fallen finden, lauschen, leise bewegen, suchen, verstecken, Abhärtung. Rabe ist mal nicht verkehrt. Pixie, Eismirfied, Panther. Ach nee, komm, kannst du echt nehmen. Augenball, das ist doch super. Ein Namen für den Augenball, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Stüss war der Vorschlag. Schra, Agat, Gali, Bythorn, Flex, Jugostio, Gent, Minor, Nart. Na, das ist ganz nett. Das ist richtig.
Ich überlege jetzt mal ernsthaft, muss man kurz überlegen, einen Namen für ein Augenball. Ich will nichts Offensichtliches wählen, was auf seine Art hinweist. Eigentlich fand Nart schon ganz geil. Ach komm, ganz ehrlich, Nart war ich fühle mich manchmal schlecht. Nart. Dann soll er Nart heißen. Was kannst du eigentlich? Stärke? 6 Geschwindigkeit 16, du kannst also gut ausweichen. Konsti 9, Intelligenz 6, Weisheit 10, Charisma 12. Du bist ein sehr charismatischer Augenball. Hauptwaffe, er ist Unwaffenangriffsbonus minus 2. Du bist also auch ein Zauberer. Das wird. Ist relativ dumm, dass ich das, glaube ich, so mache. Ist mir aber egal. Ich freue mich drauf, einen Augenball zu haben. So, ich passe jetzt noch meinen Charakter an. Denn er muss ja. Können wir es mal ranzoomen? Ach, stimmt, wir können nicht ranzoomen. Das sind die schönen alten Spiele, wo man nicht ranzoomen kann. Fantastisch. Ich wähle jetzt meinen Körper, glaube ich, aus. Da du ein Zauberer bist, also möchte ich einen dünneren haben, ganz gerne. Tätowierung hast du keine, du bist einfach ein bisschen schmergeliger, dünner Typ mit heller Hautfarbe. Das ist schon mal wichtig. So, hell, oh, das ist ein bisschen zu hell. Es ist bläulich hell. Diese Farben bei Neverwinter Nights sind eigentlich der Tod, ganz ehrlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf weiß klicke, das ist schon sehr weiß. Wer ist mit recht blass? Das hat man gerade. Das wäre eher so bräunlich, okay. Ich muss kurz ein bisschen näher ran, um die Farben besser sehen zu können. Die sind nämlich sehr klein, ehrlich gesagt. Wer ist mit. Komm, das ist doch recht blass, würde ich meinen. Das ist eher so gräulich. Warum soll man grau sein? Warum soll man zum Beispiel rosa sein? Das würde ich oder pink oder lila, was auch immer das sein soll. Das ist doch relativ schwach. Ich glaube, ich bin einfach mal. Ich möchte der da sein. Okay. Haarfarbe. Ganz ehrlich, ich bin ein böser Charakter. Da muss ich mal traditionell schwarze Haare haben. Das ist schon sehr schwarz. Aber vielleicht. Okay, das ist dunkelblau. Das ist. Ja, ach komm, wollen wir älteren spielen? Das ist so dunkelblau. Schwarzblau ist okay, sieht besser aus von den Reflexen her. Die Tätowierungsfarben, ich möchte keine Tattoos haben, deswegen bleibt die bei der Hautfarbe so ähnlich zumindest. Aber sind relativ hell. So, Kopf, was haben wir denn für Köpfchen? Aha, naja, na, das ist ganz nett, der Schnäuzer gefällt mir. Das sieht furchtbar aus, das ist der kleine Wolverine hier. Okay, das ist eine Techniker, einer mit einer Maske. Furchtbarer Scheitel, das ist ganz okay. Dann über den, ganz ehrlich. Ich sage okay. Greif an, sag ich. Okay. Zwei würde ich ganz gerne einen Namen erstmal wählen. Ich würde gerne Heribert von Dünen heißen. Kann ich ein Ü eingeben? Das kann ich. Ich bin nicht 20, ich bin. Ich glaube, ich wurde relativ alt, nicht wahr? Sagen wir ruhig mal 80. Ach komm, 80 ist zu glatt. 81. So, ihr mögt ja recht kleinwüchsig sein, aber ihr seid flink und sehr tapfer. Vor kurzem seid ihr in den Bereich der menschlichen Niederlassung gewandert. Ihr brennt schon darauf, herauszufinden, was ihr von diesem Großvolk halt lernen könnt. Großvolk in doppelter Hinsicht. Erstmal die Stimme aussuchen. Der Kampf geht los. Ich werde euch töten. Ihr werdet sehen. Okay. An die Waffen und nicht nachlassen. Angriff! Nein. Angriff auf mein Zeichen. Na. Greift an! Das würde ich passen, stämmiger Rowdy, nervöser Prediger. Greift an, sage ich. Greift an! Nicht schlecht. Jetzt werdet ihr echten Zorn spüren. Zurück! Zurück nach sonst wohin! Ich werde siegen! Oh. Gläubiger Gelehrter, Mannschaft ist gespart. Angriff! Ja! Ja, das ist aber eher was für Barbaren für mich. Männlich macht Tobi, das finde ich gut. Ihre Zeit ist gekommen! Euer Ende ist nah. Betet! Betet zu den finsteren Göttern, die das ist jetzt mein Favorit, Mensch, du Zupart. Ich möchte jemanden leiden sehen. Ich werde mein Haus mit euren Überresten bekommen. Okay, typischer Kämpfer, Bogenschütze. Nee, männlich machthungrig finde ich schon ziemlich Zeit geil. Ist gekommen. Und meine Gottheit soll ich noch auswählen. Sie alle. Oh Gott, ich habe vergessen, wie meine Gottheit heißen sollte. Okay, dann werde ich einfach wieder mal gottlos spielen, wie so oft. Oder werde halt eine ganz uneigennützige Gottheit eingeben. Wunderbar, sehr schön, hat keiner gesehen. Alles gut. Ich bin fertig, würde jetzt auf Spielen klicken. Das mache ich aber erst in der nächsten Folge, denn, wie ihr wisst, ist die erste Folge Folge 0, wie immer Charakter schaffen. Und bei Folge 1 geht es erst los mit der Hauptstory. Wir sehen uns also gleich wieder. Bis dann.